Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Mobile Video. Der Release, der weltweite Release war heute. Heute Morgen konnten wir schon zocken. Ich hatte leider bis jetzt nur eine halbe Stunde Zeit, deswegen möchte ich, bevor ich euch jetzt gleich die Patch Notes zeige oder vortrage, möchte ich euch noch anteasern, dass ich versuche, heute im Laufe des Abends noch ein Video rauszuhauen, wo ich ein kleines ein Showcase-Video mache über die mobile Version, was wir im Vergleich zur Hauptversion auf den Konsolen, PC und so weiter, was da anders ist. Es ist auf jeden Fall, fühlt sich extrem anders an. Mal abgesehen davon, wie sie es steuern lässt über das Touchpad. Es ist sehr, sehr kompliziert und ganz wichtig, die Patch Notes beinhalten wirklich nur das, was sich im Vergleich zur Testversion geändert hat. Das heißt, alle, die das Spiel schon mal testen konnten, die können wahrscheinlich eher was mit den Patch Notes anfangen als unser eins. Wahrscheinlich werden das 99% der Zuschauer, denke ich mal, sein, die sagen, Mensch, ich habe es immer nicht getestet, aber ich haue es euch trotzdem raus. Und ganz wichtig, die Patch Notes beinhalten nur Änderungen und nicht all das, was die mobile Version sonst beinhaltet. Deswegen gibt es auf jeden Fall noch ein Showcase-Video. Ich muss nur noch die Technik soweit mit meinem Handy, PC und so weiter, dass ich das vernünftig zeigen kann. Wir fangen jetzt direkt mal an. Und auf jeden Fall kann ich schon mal sagen, in der halben Stunde habe ich festgestellt, es macht auf jeden Fall Bock auf mehr. Wahrscheinlich, weil meine allererste Battle Royale Runde direkt ein Win war, weil die gute G7 sofort zum Win geführt hat, was extrem geil ist. Dazu aber in meinem Showcase-Video mehr. Natürlich fangen wir jetzt erstmal an mit der neuen Legende. Fade, habe ich ja schon mal in einem der letzten Videos vorgestellt, ist tatsächlich eine Apex Legends Mobile exklusiv Legende. Es wird in den Patch Notes nicht geschrieben, ob sie irgendwann ins normale Apex Legends findet. Ich gehe definitiv von Ja aus und es wird auch nicht die letzte exklusiv Legende, vorerst zumindest für Apex Legends Mobile, sein. Weiter im Text, kurz und knapp, die Fähigkeiten Passiv Windschatten. Fade erhält einen kurzen Boost, nachdem ihr geslidet seid. Stellt euch das ungefähr so vor, als würde Octane, vielleicht nicht ganz so schnell wie Octane, wenn er seine Stim reinballert, vielleicht doch, ich habe es nicht selber getestet, aber schon gesehen, oder eben wie Bangalore, wenn sie angeschossen wird. Sehr, sehr cool auf jeden Fall, sieht auch optisch extrem geil aus, vor allen Dingen, weil wir zwischen Third Person und Ego-Shooter-Perspektive wechseln können mitten im Spiel. Und dadurch hast du auf jeden Fall auch mehr von den Skins, wenn du welche hast. Flashback, die taktische Version, Fades Anzug reißt ihn rückwärts in eine andere Dimension und teleportiert ihn an eine vorhergehende Position. Ist nicht sehr weit, aber sehr effektiv zum Pushen, wie ich letztens erst gesagt habe. Kann man sich ungefähr so vorstellen wie die Revenant Ult. Plus eben, dass dich der Gegner nicht zurückschickt, sondern du es selber in der Hand hast. Und die Phasenkammer. Fade wirft mit seinem Anzug einen Aktivatorkern, durch dessen Explosion alle Personen im Wirkungsbereich einige Sekunden lang keinen Schaden verursachen oder erleiden können. Was wir damit alles anstellen können, könnt ihr euch wahrscheinlich selber denken. Spare ich mir jetzt. Spielmodi wurden der mobilen Version hinzugefügt. Es gibt sowas wie Team Deathmatch auf jeden Fall. Wie gesagt, steht alles nicht in den Patch Notes, weil es in der Testversion alles schon drin war. Es gibt aber jetzt mit den Patch Notes eine erweiterte Trainingsstufe, in der wir auf jeden Fall unsere Skills noch ein bisschen meistern können. Es ist nicht alles stupide im Trainingsgelände, Firing Range und so weiter. Das ist alles ein bisschen anders. Auch die Einführung in der mobilen Version ist extrem elegant gelöst. Mirage führt uns auf jeden Fall so ein bisschen auf World's Edge durch die ersten Fähigkeiten, die wir so meistern können. Das macht ultra, ultra Spaß. Und jedem, den es nicht interessiert, ich würde euch trotzdem raten, probiert's einfach aus. Auch die Trainingseinheiten sind mit Herausforderungen, mit wöchentlichen Herausforderungen scheinbar gekoppelt. Trainiert und feilt an euren Fähigkeiten, um in wöchentlichen Herausforderungen Belohnungen zu erhalten. Missionen und Ziele rotieren wöchentlich, schließt diese Mission ab, um coole Belohnungen zu erhalten und so weiter und so fort. Wie gesagt, ich verweise auf mein Showcase-Video später am Tag. Es gibt extrem viel zu zeigen und es unterscheidet sich wirklich krass von der richtigen Apex Legends Version. Neu hinzugekommen, Overflow Arena Map kennen wir natürlich von der Hauptversion. Dann haben wir ein neues Feature, Teamauffüllung. Und ich hoffe, dass das irgendwann ins Hauptspiel findet, auch in dem Battle Royale Modus. Hier wirklich nur für den Team Deathmatch Modus. Ihr kennt es wahrscheinlich als COD-Spieler. Fliegen mehrere Teammates aus der Runde oder quitten, dann wird
eben nach einem passenden Teammate gefunden, der automatisch unser Squad wieder auffüllt, finde ich absolut stark und ich hoffe, dass das endlich mal im Hauptspiel auch ein Bestandteil wird. Der Shop unterscheidet sich ebenfalls ein bisschen zum Hauptspiel. Hier sehen wir auch den Battle Pass, was wir alles freischalten können. Es gibt verschiedene Stufen von D-Tier bis S-Tier und so weiter. Und wir können auch hier Holosprays, Emotes, Tracker, Waffen, Talisman und so weiter und so fort freischalten. Unterscheidet sich, glaube ich, inhaltlich nicht ganz so krass, aber so grob, dass ihr Bescheid wisst, was da auf uns zukommt. Jetzt möchte ich auch noch gucken. Der Battle Pass gewährt Spielern darüber hinaus die Möglichkeit, Fade freizuschalten. Hätte ich in meinem Showcase-Video heute auch noch gesagt, aber das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Wir brauchen 10 Fade-Teile, die wir erspielen können, um Fade freizuschalten. Wir brauchen insgesamt 10 und aller paar Battle Pass Stufen kriegst du, glaube ich, 2, soweit ich das überblickt habe. Es sollte also kein Problem sein, wenn wir ab und zu mal zocken, die neue Legende auch freizuschalten. Ob man die natürlich verpassen kann, die Legende, weiß ich nicht, weil du ja über den Battle Pass diese Dinger freischaltest. Und das ist ein Kosten, also dieser Battle Pass, den du da frei spielst, ist auf jeden Fall ein kostenloser. Es gibt auch einen Bezahl-Battle Pass, aber in diesem kostenlosen Battle Pass spielen wir die Fade-Teile frei. Ganz wichtig. Wie gesagt, kann man sie freischalten, wenn ich jetzt die erste Season verpasse, weiß ich leider nicht. Weiter im Text: Coop, Club, Mission und Club Store. Interessante Sache, finde ich, kommt bestimmt auch irgendwann als Feature in die Hauptversion, könnte ich mir vorstellen. Dieses neue Feature ermöglicht Squads die Auswahl von Herausforderungen, die wir als Squad meistern können, und so Club Store Belohnung freizuschalten. Absolut stark. Emojis. Diese 3 sind bis jetzt zur Auswahl: Pathfinder, Octane, Bangalore, dienen zur Kommunikation mit den Mates und mit den Gegnern. Was auch immer man damit noch so anfangen kann. Waffenaufsätze wurden hinzugefügt. Das ist halt auch wieder sowas Patchnote, so ein Gedöns, was wahrscheinlich nur Tester wirklich merken, dass da jetzt sich noch ein bisschen was geändert hat. Zum Beispiel die Repeater ist jetzt mit im Spiel. Das Zielfernrohr 4x bis 10-fach Visier, dieses Wärmebild, dieses Goldene, ist jetzt hinzugefügt worden. Heatschilder wurden hinzugefügt und Replikatoren droppen jetzt innerhalb des Rings. Gab es scheinbar alles in der Testversion nicht. Dann gibt es Legenden-Perk-System, ist ja jetzt auch schon eine Weile bekannt, dass es Perks im Spiel gibt. Habe ich in der mobilen Version tatsächlich noch nicht entdeckt, als ich alles so ein bisschen durchgesäppt habe. Gehe ich dann auf jeden Fall noch drauf ein. Auf jeden Fall wurde das Perk-System optisch etwas verändert. Dem Perk-System wurden Legendenbelohnungen hinzugefügt. Erhaltet Belohnungen, indem ihr legendenspezifische Ziele abschließt. Es wurde ein Feature zur Planung von Fortschritten hinzugefügt, damit ihr euren nächsten Schritt rechtzeitig planen könnt, was auch immer das bedeutet. Und als letztes, es wurde ein Vorteil-Empfehlungsfeature hinzugefügt, damit ihr euch sofort in die Action stürzen könnt. Wie gesagt, dadurch, dass ich selber noch nicht so weit gekommen bin in der mobilen Version, kann ich damit jetzt auch nicht so viel anfangen. Waffenänderungen, Triple Take, Munitionstyp ist jetzt Energie. Für alle, die noch nicht ganz so lange bei Apex Legends dabei sind, früher war die Triple Take eine Sniperwaffe mit Sniper-Munition, bevor sie irgendwann eine Energiewaffe wurde und war auch vorher eine Sniper und keine Marksman-Waffe. Jetzt ist es eine Marksman-Waffe oder zu Deutsch Präzisionsgewehr und kann jetzt Energiemagazin und Scharfschützen ausrüsten. G7, ganz geil, hat mich in meiner ersten Battle Royale Runde direkt zum Sieg geführt, weil es einfach die geilste Waffe der Welt ist. Waffentyp ist jetzt auch Marksman Waffe. Natürlich unterscheiden sich die Care Package Waffen zu der mobilen Version, ganz, ganz wichtig. Die Volt MP ist zum Beispiel eine Care Package Waffe und nicht. Und die Spitfire, wie ich gesehen habe, wenn ich mich nicht irre. Schaden von 15 auf 17 erhöht, Magazingröße auf 35 erhöht, weil es eine Care Package Waffe ist. Vollausstattungswaffen waren in der Testversion eine goldene Hemlock, die Devotion und die Mosambik. Die sind jetzt raus. Jetzt ist die Flatline, die Elster und die 3030 eine goldene Floorwaffe. Und Versorgungsabwürfe, Care Package, habe ich gerade drüber gesprochen. Die Volt MP ist jetzt drin und die Peacekeeper ist raus, war quasi dort eine Care Package Waffe. So, dann gibt es noch Informationen zur Belgien Version und Bugfixes. Da gehe ich aber nicht drauf ein, weil das, da gehe ich nie drauf ein, weil es einfach immer viel zu viel ist. So, wie gesagt, Ladies and Gentlemen, es wird auf jeden Fall, ich versuche heute so schnell wie möglich noch das Showcase-Video für die mobile Version bereitzustellen. Es gibt wirklich eine Menge zu entdecken und ich habe wahrscheinlich eine Menge selber noch nicht entdeckt. Ich denke, ich versuche einfach im Video mit euch das so ein bisschen zu entdecken, bevor ich da stundenlang drin rumseppe.
Testet die Version aus, es macht Spaß. Auf jeden Fall ist da ein Feature drin, dass wir erstmal nur 2 GB von dieser Version runterladen können. Und du kannst entscheiden, möchte ich jetzt wirklich eine Arena-Map runterladen, die dann meinem Handy noch mehr Speicher abverlangt. Das heißt, du lädst erstmal nicht das ganze Apex Legends-Paket, sondern kannst auswählen, was genau willst du runterladen. Natürlich nicht alles, aber im Detail kannst du so ein bisschen sagen, nee, das lieber nicht, weil Handy sonst voll und alles kacke. Ist sehr interessant. Freue dich auf das Video heute Nachmittag, heute Abend. Und ich bin auf jeden Fall auf euer Feedback gespannt. Das war es soweit von mir. Ach, und natürlich ist dann die mobile Version hier auf meinem Apex Legends Kanal natürlich auch ab jetzt ein fester Bestandteil in Sachen News Updates und so weiter und so fort. Jetzt bin ich raus. Das war's. Ciao.